So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Lego Batman 2. Im letzten Part war ein abrupter Schluss. Was ich gemacht habe, damit hier nicht so viel, Upala, Batman, ich brauch dich jetzt mal. Du musst hier hinten mal dran ziehen. Und dann hier drüben auch nochmal. Also ist nicht unbedingt... Superman hat damit ja keine Probleme mit so einem kleinen Fass. Du bist weg. Und du bist weg. Dann fliegen wir doch mal kurz lustig durch die Gegend. Und schauen, was wir sonst noch so kaputt machen können. Hier ist noch genug, was man kaputt machen kann. Von daher machen wir kaputt, was uns auch immer in den Weg kommt. Das ist auch noch so ein Lilaner, den möchte ich noch gerne haben. Ansonsten war hier aber nichts mehr, ne? Nee. Gut, dann wollen wir als unsterblicher Held mal unserem sterblichen Freund helfen. Naja, Superman ist ja nicht unsterblich. Das wissen wir ja. Unsterblich ist er ja nicht. Aber nun gut. Ja, den holen wir doch mal mit Batman runter, würde ich sagen. Batman, ich glaube, du bist jetzt gerade an der Reihe. Und dann können wir... So machen. Sehr super, super Sache. Natürlich immer auch zwischendurch hier einsammeln. Ist immer ganz wichtig. Wenn wir hier schon mal so eine... Maschine haben... Die uns sagt, wie wir hier... So. Hoppala. Taste 1 ist ja hier. Hier ist der Taste 1. So, 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 so. Oh, Strom ist weg. Und Batman kann sich verwandeln. Batman, du bist dran. Mit dem Elektroanzug. So, wollen wir erstmal das Teil hier etwas entladen. Dann sind wir volle Pulle aufgeladen. Hier ist noch... Oh, sogar ein lilaner. Nehmen wir doch gerne mit. Und dann laden wir hier mal wieder die Geschichte aus. Und so kommt man hier dann auch runter. Hier sind aber viele von diesen lilanen Steinen versteckt, ne? Kann das? Oh. Haben wir hier mal alles noch kaputt? Wenn wir hier von einer Sache drei sammeln sollen... Dann will wir es doch auch mal zu. Ach, guck mal hier. Dann wird uns das Ding ja quasi auf dem Silbertablett serviert. Hier können wir ja quasi ja nichts mehr machen, okay. Hier unten haben wir auch nichts mehr, oder? Sieht mir jetzt zumindest nicht so aus, als würden wir hier noch was machen können. Gut. Hier oben ist nichts. Hier oben an das Teil kommen wir nicht dran, da wir ja silberne Sachen gerade gar nicht zerstören können.
links und hoch und hoch und links und runter und hey. So können wir durch. Schön Pastets einsammeln. Oh, was erwartet uns hier? Okay. Ich probiere die gerade davon, hier hinten alle aufzumachen. Da ist Kryptonit, okay. Wollen wir zumachen. Einmal die Strahlung wegmachen, damit Superman ja auch durch kann. Ich will als Batman kommen, wenn ich rein, okay. Hier oben sehe ich noch Steine drauf. Bringt uns ja dann nichts, okay. Gehen wir mal weiter hier. Einfach mal weiter hier ist lustig. Ich glaube, wir müssen nämlich wieder zurück in den anderen Bettanzug. Och, Superman. Wenn wir dran sind. Ach so. Sag mir das doch einer. So, gehen wir jetzt mal Batman schauen. Stürzt auch mal ab. Ah, okay. Das ist ja cool. Brauche ich jetzt allerdings als Superman jetzt nicht so unbedingt. Können wir hier noch machen? Ja, ja, ist ja gut. Ich möchte hier auch eigentlich nur kurz einmal. Schauen, was wir hier anstellen können. Ich kann nur als Joker was machen, okay. Dieser rote Knopf hier hinter, wie komme ich da jetzt dran? Stehe ich hier auch drauf, okay. Anderen roten Knöpfe dann wahrscheinlich auch noch drücken. Du hast einfach Batman getötet. Zum Glück muss ich mir keine Sorgen um Superman machen.
ist Batman. Hier, du bist dann sehr schneller. Wie komme ich dich rein? Ich komme hinten ums Verrecken nicht rein. So komme ich nicht rein. Was macht man denn hier jetzt? Wird nichts anderes einfallen als hier hinten? Ah. Oh ja, das Kryptonit. Ich will doch nur... Die Kamera kann ich auch nicht drehen irgendwie. Was ist das für ein Scheiß, bitte? Alle anderen Dinge komme ich ohne Probleme rein, nur hier nicht. Das ist doch nicht wahr. Man sieht ja auch so unglaublich viel. Ja. Oh ja, Batman, hast du gut erkannt. Hier bin ich doch einfach nur dran vorbeigelaufen und hab mich draufgestellt. Ich bin halt echt überfragt. Ich schaue mir das an, wenn ich die Lösung gefunden habe, bin ich im nächsten Part wieder da. Bis dann. Tschüssi.